Moinsen Leute und willkommen zurück zu The Legend of Zelda Breath of the Wild. Ihr könnt ja wahrscheinlich immer noch irgendwo den Ogdrock hören, der hier irgendwo am Rumschmatzen ist. Und ihr seht auch schon unten auf der Karte, ich habe wieder ein bisschen vorgearbeitet. Ich habe mir wieder ein paar Crocs markiert, ist ja klar, weil ich habe ja, wie gesagt, ich mache keinen Granus draus. Ich werde es so machen weiterhin. Ich habe mir auch markiert, wo ich den Schrein vermute. Der müsste da hinten sein, wobei kann ich das nicht sogar sehen von hier aus. Ne, andere Richtung muss ich mich drehen. Einmal da hingucken, kann man den Schrein da hinten erkennen schon? Oder ist der da vielleicht hinter, da ist er doch sogar tatsächlich, okay. So, bevor ich jetzt aber hier abhaue, ich habe auch hier oben noch ein paar Crocs vergessen. Und deswegen werde ich mir hier jetzt ein Teleport-Medaillon platzieren. Zack, neu platzieren, bitteschön, danke. Damit ich den hier direkt wieder zurück teleportieren kann. Der ist echt hier irgendwo, der Ogdorok. Der ist sogar hier unten gewesen, ganze Zeit. Da hinten in der Ecke war der kleine Drecksack. Okay, dann sind wir jetzt aber weg von dem. So, wo ist denn jetzt hier der Croc? Ist der da oben oder wie? Oder noch weiter unten? Weil der ja nichts ausschlägt. Ne, der muss unten sein. Oder? Ach, hier die Blume, okay. Ich sehe schon. Wahrscheinlich müssen wir jetzt trotzdem wieder hochklettern. Oder? Ja, es war so klar. Dass wir wieder klettern müssen, das heißt klettern, Klettermax spielen wieder, also kann ich die Krogmaske absetzen und das Kopftuch aufsetzen zumindest, damit wir zumindest ein bisschen mehr Ausdauer, ein bisschen schneller klettern. Ich glaube Ausdauer war es nur, ne? Ich glaube das Tempo kommt nur dazu, wie ich das komplette Set ausgerüstet habe, oder? Ah, der Klettertempo, okay. Dann kommt die Ausdauer dazu, wenn ich das Set ausgerüstet habe, so rum. Vielleicht das Set jetzt eh nicht komplett ausrüsten kann, ist das auch egal, wir klettern jetzt hier hoch. Und anscheinend wird die letzte Blüte echt erst ganz oben auftauchen, zumindest wenn die Markierung richtig gesetzt ist, aber das heißt ja nichts, ich kann mich ja halt auch ein bisschen vertun oder halt, wie gesagt, mein Hilfsmittel, mein Hilfstool muss ja auch nicht immer so ganz korrekt sein. Aber es wird noch ein Weilchen nach oben gehen, sehe ich schon. Gefällt mir gar nicht. Auch kein Platz, um hier mal eine Pause einzulegen. Und so wie ich das jetzt mal einschätzen würde, wenn ich zu weit weg bin, dann wird es ja von vorne anfangen. Von daher muss ich jetzt hier durchziehen. Habe ich noch einen Ausdauertrank? Ich glaube nicht, ne? Ich habe den irgendwann mal einen eingesetzt, aber da war es dann auch ein bisschen verschwendet, weil es mir letztendlich nichts gebracht hat. Aber hier kann ich doch, glaube ich, ein kleines Päuschen einlegen. Oder? Ist immer noch sehr steil, ne? Ja, es geht aber. Bisschen Energie getankt. Also, da ist denn die nächste Blüte immer noch nicht weiß. Meine Fresse, wenn ich einfach die Schnauze gehalten hätte, hätte ich einfach vorspulen können. Na egal. Müsst ihr jetzt mit leben. So. Es dürfte ja immer noch klar sein, dass ich bald die 300 Croc-Marke knacke. Ich habe jetzt 295. Das ist jetzt 296. Und ja, also es geht jetzt doch recht flott voran, muss man sagen, mit den Crocs. An sich. Wenn es jetzt immer so weitergeht, dann wären es vielleicht echt keine 60 Parts mehr, sag ich ganz ehrlich. Wäre für mich auch ganz schön, dann wird es auf jeden Fall nochmal irgendwann, wahrscheinlich, wenn ich alle Schreine durch habe, erst sogar. Oder, nee, gar nicht. Nicht, wenn ich alle Schreine durch habe, sogar, sondern wenn, ich würde sogar echt sagen, frühestens, an der Stelle frühestens. Wahrscheinlich mache ich es trotzdem eher, aber auf jeden Fall würde ich es dann gerne machen, wenn ich die Waffentaschen, also Waffen, Schild und Bogentasche komplett aufgefüllt habe, also erweitert habe. Dafür braucht man insgesamt 441 Crocs und das sind nicht mehr so viele dann. Logischerweise. Das sollte alles machbar sein. Das heißt, es könnte schon relativ zeitnah sogar. Ein Livestream kommt zur Prüfung des Schwerts. Also könnt ihr euch schon mal darauf freuen, wenn ihr das sehen wollt, ne? Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr es einschalten würdet. Ich werde es auf jeden Fall. Daruks Schirm ist jetzt einsatzbereit. Okay, Daruk, wissen wir. Ich werde es auf jeden Fall irgendwie rechtzeitig einplanen, dass man das schon rechtzeitig auf YouTube sieht. Das heißt, ihr werdet es wohl nicht unbedingt verpassen. Wenn ihr regelmäßig auf die Startseite guckt oder auf meinem Kanal vorbeischaut, da wird es dann spätestens angezeigt. Das ist das Ding wieder da hinten. Und jetzt sieht man den Schrein spätestens jetzt, dass er wirklich da hinten ist. Hey, wir können den Ventil mitnehmen, da braucht man keinen Rivali. Auf einmal sieht man das Teleport-Medaillon von voll weit weg. Damals beim Blutmond nicht irgendwie. Oh. Kein Fallschaden, geil. Der ist da oben, der Croc, alles klar. So. Ja, zum Beispiel sowas, solche Sachen
Da wusste ich jetzt auch nicht mit meinem Tool, wo jetzt der Startpunkt ist, weil irgendwie nur eine Linie eingezeichnet war. Da habe ich jetzt einfach auf gut Glück einfach mal da markiert. Und das hat geklappt. Hier war ja dann direkt der Ding. Es war sogar echt genau hier, ne? Ja, das passt also ganz gut. So, der Wolf, der geht mir auch am Sack vorbei. Ihr noch mehr. Ihr geht mir sowieso mal auf den Knispel. Oh, verdammt, ich muss ein bisschen Energie tanken. Ja, ein bisschen fliegen kann ich noch. Wo ist denn hier der nächste Krog eigentlich? Da hinten ist der, in die Richtung. Na, sehen wir doch schon. Ja, das sollte irgendwie... Komm, ich kann landen jetzt. Auf das bisschen kommt es auch nicht mehr an. Ja, den habe ich echt, den Steinkreis habe ich aber echt gar nicht gesehen. Da bin ich echt vorbeigeflogen. Ich meine ja echt, dass ich da auch vorbeigeflogen bin letztes Mal, ne? Gar nicht gesehen, da unten. Auch nicht drauf geachtet oder so, oder nicht wirklich hingeguckt. Aber hätte man sehen können von oben, sag ich ganz ehrlich. War bestimmt auch ein Blickwinkel irgendwie ersichtlich. Wo ist denn hier der Stein? Der Stein müsste in der Richtung liegen. Ist der da hinten der? Ich habe kein Dings an, ne? Keine Schneestiefel, merke ich schon. Was dann wieder zu kalt ist hier, deswegen. Ah. So, jetzt klappt's. Mit der Kälte. Der ist doch kein Stein. Der muss doch irgendwo liegen. In der Richtung. Liegt hier hinter einer? Ey, das wollen die immer von mir. Die merken es auch nicht, dass die nerven, ne? Bei den Steinmuckeln brauchen wir echt sogar zwei Hiebe, um die zu köpfen. Ich muss den Stein da finden, da hinten. Der dahin passt. Wo ist denn der schon wieder? Warte, ich guck nur mal, wo das Loch war, also die Lücke. Ja, die ist hier schon, ne? Also. Ach, nehmen wir doch den Stein. Ja, ich sehe ihn auch. Krieg ich den Stein überhaupt da hoch? Wahrscheinlich mit dem Octorok-Ballon. Das könnte klappen. Aber ich glaube, hochwerfen wird schon eng. Hier war ich doch eben. Ob ich nicht hier hochgeklettert, ich Idiot. Ach, deswegen in dem Vieh. Ey! Treffen sollst du Link. Alles klar, okay, es könnte klappen von der anderen Seite aus. Wie einfach da runterrutscht. Unbeirrt. Als wäre nichts gewesen. Und ohne den Stein fallen zu lassen vor allem. Andere Links in den vorherigen Titeln, die hätten den eiskalt fallen gelassen. Das sag ich euch ganz ehrlich. So, gleich haben wir es geschafft. Kriegen wir den vielleicht doch da hochgeschmissen? Ich weiß nicht, ich würde es so gern versuchen. Kann ja klappen, ne? Von hier aus. Aber ich würde eher sagen, es wird schon... Ah, okay, hier vielleicht. Doch, könnte klappen. Aber er fällt wieder runter. Wo ich schon gerechnet habe. Krieg ich den da echt nicht hoch irgendwie? Ey, wisst ihr was? Ich mach's mir dann doch ein bisschen einfacher. Oder nur ein bisschen. Wobei, ist das unbedingt einfacher? Weiß ich gar nicht, ob man das so sagen kann, aber... Was sind die Dinger denn? Da. Nee, Bockblindherz. Da, die habe ich gesucht, die... Octorok-Ballons. Es reichen zwei eigentlich. Die ich jetzt von hier aus so dran pappe. Ja gut, der eine ist nicht dran gegangen. Nee, halt falsch. Komm. Ja, der ist kaputt. Das hat ja gut geklappt. Das hat ja wirklich Bombe geklappt. Der Plan. Ich warte mal eben, bis das Modul wieder voll geladen ist. Ja toll, das klappt doch nicht. Kann ich den dann überhaupt hochheben? Nee. Hey, wie krieg ich den da hoch, den Stein? Ja, hier hochlaschen kann ich auch nicht. Das klappt ja genauso wenig. Ich kann auch nicht rennen. War das Ding...
Fast wäre oben liegen geblieben. Aber nur fast. Ey, kannst du mal oben liegen bleiben, du Arschkrampe? Alter, der gibt mir auf den Sack, der Stein, ne? Ich versuch's nochmal hiermit. Ich sollte immer bei dir dran packen. Und jetzt bitte mal dahin, in die Richtung, so ein bisschen. Das reicht doch auch nicht. Das reicht doch niemals. Ja, der fällt runter. Runter wie ein Stein, der ist. Jetzt krieg ich die Pfeile wieder. Zwei zumindest davon. Hey, wie kriegt man den Stein da hoch? Ich raste gleich aus, ne? Mann, verpiss dich, du blöder Wolf. Lass mich jetzt in Ruhe, Mann. Ich habe ich jetzt gerade noch gebraucht, ihr Mistviecher. Ja, danke. Stein auf den Kopf gefallen. Ey, das haben sie aber auch wieder richtig beschissen gemacht, ne? Junge, wie soll der Stein da oben liegen bleiben? Sag mal, kann jemand da oben irgendwie hängen bleiben? So zum Beispiel. Was, wenn er jetzt da runterfliegt, ne? Das gibt's doch nicht, oder? Das gibt's doch nicht. Ey. Ey, ist das... Der lag oben, ne? Ist das eine Scheiße. Ich bin ja am Struggeln für so einen Kackstein, um den Krog da zu finden, ey. Also ich versuche es noch ein paar Mal, ich werde es gleich so zusammenschneiden, bis ich den da oben hab. Den Scheiß. Ich hab dich keinen Bock mehr, ganz ehrlich. Ich bin doch ganz falsch, ich bin noch zu niedrig hier. Hier muss ich hin. Bleib doch oben liegen, du Pissding. Ja, so zum Beispiel. Wenn jetzt gleich eine Erschütterung kommt und den Kipp. Okay, brauche ich doch nicht zusammenschneiden, perfekt. Geht doch, ey. Fick dich, du Vieh. Entschuldigung, den Kraftausdruck, fick dich einfach, du Scheißkrog. Der nächste ist, oh, hier irgendwo unten, da hinten ist der. Kann ja jetzt nur besser werden. Ey, komm, wieder so ein Scheißvieh. Jetzt kommt da wieder so ein Kack-Exalfoss angeflogen, ey. Ja, ich bin gerade ein bisschen pissig auf wegen der Kacke da eben. Gib ich zu. Man merkt's auch. Aha, wieder sowas hier. Muss ich ja hoch oder was? Hier ist ein bisschen warm. Wir haben mal wieder, das heißt, ich kann mal wieder Klettersachen anziehen. Ich muss doch das hier hochklettern, oder? Ja, definitiv. Oh, der ist easy jetzt wirklich mit dem anderen eben. Hier ist wieder kälter, ich weiß, Link, ist ja kein Problem. Ich kann hier direkt wieder umziehen. Mein Gott, das hat eine Memme manchmal, der Link. Gut, ich wäre nicht anders. Gebe ich dir zu. Jetzt muss ich wieder ihm wieder hoch, oder war ja ein Wind, glaube ich, bei der Statue der Kriegerin. Die da oben ist scheiße. Ja, da werde ich keinen Wind mehr mitkriegen. Ich nehme Rivali einmal in Anspruch. Kann der sich auch wieder aufladen. Oh, zack. Dann kletter ich doch hier hoch, das ist auch egal. So weit ist das jetzt auch nicht mehr. Und ich werde jetzt für euch einfach ein bisschen vorspulen, indem ich jetzt einfach die Klappe halte. So, da sind wir oben. So gut wie. Rivali-Sturm ist auch gleich wieder bereit. Was ein Witz, ey.
Ach, er geht immer noch höher. Ach du Heilige. War noch nicht ganz fertig. Na gut, das spule ich jetzt aber nicht vor. Das ist ja nicht so ein großes Stück. Und Rivali wird sich auch gleich melden wahrscheinlich. Deswegen ist es umso besser, dass ich jetzt nichts sage. Ja, genau, Link. Du hast ja jetzt wohl richtig gelitten, Junge. Der geht mir gerade ein bisschen auf den Sack, der Junge. Sollen wir ein bisschen Spinat essen, damit er ein bisschen mehr Kraft tankt, wie Popeye. Was haben wir hier wieder? Hier muss wieder was rein. Wo ist der Felsen dafür? Ist der da oben? Stimmt, oder? Euer Rival, ich brauch dich nochmal. Ah ja, hier. Jetzt pass auf, es klappt das gleich wieder nicht. So wie es soll. Passt auf. Zack, der ist schon mal vorbei. Gut, vielleicht mein Fehler. Nicht richtig gerollt, ne? Der ist ja auch echt da nochmal abgeprallt an dem Vorhang, an dem Vorsprung da. Man kann ja auch nicht richtig darunter rollen, ne, die Dinger. Du fällst jetzt mal bitte da rein. Ja, oh, der wollte nochmal raus, ey. Das ist echt ein bisschen wie Golfen hier. Auch nur ein bisschen. So, haben wir dich, Kleiner. Und jetzt, ich glaube, das waren hier in der Ecke alle. Das heißt, zurück zum Teleportmedaillon. Habe ich mir extra dahingesetzt, ne? Ihr erinnert euch. Anfang der Folge. Auf geht's, zurück. So, das war übrigens eben der 300. Krok. Genau. Wir haben die 300 voll. Ein Drittel aller Kroks. Und bevor irgendwie jemand befürchtet, es wird nochmal genauso lange dauern mit den Kroks. Nee, wird's nicht. Ich krieg ja mit. Ich sammle die Kroks jetzt gezielt. Und ich glaube, eben die Einlage mit dem einen Stein war doch dann. Die dir doch ein bisschen eine Unterhaltung für euch. Hoffe ich zumindest. Ich habe mich da jetzt gerade ein bisschen durchquellen müssen. So, jetzt mache ich erstmal den Schrein. Damit der auch weg ist. Damit nochmal was Interessantes in dieser Folge passiert. Was halbwegs Interessantes. So. Da oben ist auch noch ein Krok, den muss ich mir auch noch holen. Kima Kosasa Schrein. Keine Prüfung, nix. Der ist einfach hier. Nur ein bisschen versteckt da wieder, weil der hinter der. Hinter der Klippe da war. So, ausnahmsweise da kein Dings rausgeschnitten. Lade ich Screen, ihr habt die Crocs gerade gesehen, die Anzahl, damit ihr das nochmal gesehen habt. Kraftprobe schwierig. Oh. Da mach ich doch erstmal meine Herzen voll. Auch wenn. Ne, Mifa ist hier nicht dabei, ne? Ich habe Feen zwar gekriegt letztes Mal noch, das ist jetzt nicht so das Ding. So, zack. Plus 4 extra Herzen. Dann komm mal her, mein Kleiner. Nanowächter 4.0, glaube ich, sind's, ne? Ist ja auch egal, ich habe die alle fotografiert, glaube ich. Vielleicht habe ich doch einen vergessen, aber. Ja, ist ja klar, dass du wieder auf mich schießt. Ja, ey, komm, ich bin nur ausgewichen. Stefan. Arschloch. Hier ins Auge. Wam, 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 wam. Ich sehe gerade wieder, der hat gar keinen. Nichts zu ablocken hier. Da, er wird angreifen. Komm her. Scheiße. Und zack, ist das Ding kaputt? Ich hab noch ein Wächterschwert, okay. Oh, noch richtig rechtzeitig ausgewichen. Gerade ein für den Kampf lohnt es sich auf jeden Fall mal wieder jemand anders anzuziehen, kurzzeitig. Etwas, was mehr Verteidigung hat, zum Beispiel. Wie ich den Leben von dem sehe. Er haut wieder ab. Macht da wieder seinen. Ja, er macht seinen Drehangriff. Ey, aua! Ey, der ritzt hier immer noch. Bis der da mal angreift, ne? Der Lanze ist ja richtig flink. Ist auch gleich kaputt, scheiße. Mach da jetzt immer noch den Angriff, okay? Oha, er fliegt so richtig, ey, in die Luft einmal kurz. Jetzt macht er den. Okay, ich muss Eispfeile ausrüsten. Schon mal an.
anderes Schwert, das ein bisschen stärker ist. Da habe ich nicht mehr viel Auswahl, ne? Verdammt. Ja, komm, nehme ich hier die, das Ding. Muss halt nur einmal angreifen. Bam, Gudu 2 ist kaputt, so. Halt erstmal die kaputt machen. So, weg ist sie. Okay, habe ich zwei weg wahrscheinlich schon. Ja, perfekt. Er wollte gerade zuschlagen. Und er bricht ab, jawohl. Hat er schon seinen Superangriff? Nein. Perfekt. Ey! Mach doch den Gleiter auf, Junge. Da zübelt immer richtig rein. Jetzt macht er ihn, glaube ich, oder? Ja. Kein draufhauen hier. Einfach erledigen jetzt. Ohne unbedingt auch Verluste. Zack, mit dem letzten Hieb des Schwertes. Den Schild nehme ich auch noch mit. Dann habe ich hier alles mitgenommen von dem. So, Schild, da, was kann hier weg, der... Gut, ne, ach ne, der Schild hier. Stachelbockschild, den brauche ich doch nicht. Da noch ein Foto davon? Yay, ich brauche noch ein Foto davon. Handbuch wieder ein Stück voller. Truhe aufmachen, dafür sind wir auch immer hier. Ich muss übrigens meinen Sensor draußen wieder umstellen. Ich habe, glaube ich, die ganze Zeit den Schatzsensor angehabt, ne? Was ja eigentlich nicht mehr so geplant ist. So, perfekt, fertig hier. Mach mal hin, Priesterkollege. So, wir haben jetzt 9 Zeichen der Bewährung, ja. So, was mich jetzt mal interessieren würde, wo wir ja schon ein Drittel aller Crocs haben. Ich muss eben mal kurz hier das Menü öffnen. Wegen dem Teilen hier. So. Wie viel Prozent haben wir jetzt auf der Karte? Noch keine 50, okay. Wir haben ja jetzt schon 24% Crocs. 300 mal 0,08 sind ja 24%. Das heißt, wenn wir alle anderen haben, haben wir 94 erst. Gut, wir kriegen ja noch ein bisschen, paar Prozente durch die Schreine und durch die Orte, die wir finden auf dem Weg dahin. Aber ich will gar nicht wissen, was doch uns noch alles fehlt für die 100%. Ich hoffe, wir haben danach alles. Eventuell noch hier die Ivarok, die ich mir auch markiert habe, die hier noch sind. Ja, ich würde auch sagen, wir gehen jetzt hier noch eine Runde, hier so lang. Passt ja eigentlich ganz gut. Und erstmal will ich Schneestiefel anziehen. Geht ja gar nicht, wie er hier läuft. Stimmt die Richtung eigentlich so? Ich würde sagen, ich gehe so rum. Soll ich noch ein bisschen südlicher laufen? Ja, hier laufe ich noch schön vorbei an den Viechern. Da habe ich jetzt gar keinen Bock drauf. Was willst du denn? Zack, Arsch verbrannt und sofort weg. Was ist das denn für ein Schmetterling? Frostflügel, auch hier habe ich schon. Fällt mir ein, ich muss auch noch eine Nebenquest an der Oase abschließen. Und ich habe auch gesehen, ich glaube, ich habe schon gesagt, ich weiß gar nicht, ob ich das schon gesagt habe oder nicht. Ist ja auch egal. Ach komm, Leute. Da habe ich ja gar keinen Bock drauf jetzt. Ist das warm genug? Okay, wenn so warm genug ist, dann lasse ich so. So. Und jetzt fahre ich doch schon, laufe ich doch schon vorbei an dem Ding. An dem Krog. Der wahrscheinlich da oben irgendwo ist oder da daneben dem Vorsprung da. Neben der Erhöhung. Laut Karte, laut Markierung daneben. Ach, der Stein da bestimmt. Der hier gerade ins Auge springt. Jo, da ist er. Perfekt. So, tschüss. Da unten ist noch einer, da, der Stein. Oh, die schon wieder sowas. Oh. Hä? Achso, was ist denn hier? Ich wollte schon sagen, was ist das denn für ein Vieh? Aber schaut nicht so ätzend zusammen wie eben. Hier kommt man nämlich hoch mit dem Stein. Zumindest sieht so aus. Und direkt kommt man wieder nicht hoch. Man sieht schon wieder. Ich glaube, ich hätte sogar hochlaufen können. So, zack. Man muss sie nicht mal richtig reinlegen. Alles klar.
So, kleiner Schlingel. Dann haben wir da hinten noch einen. Da muss ich bestimmt... Mich wundert es bisher. Ach, ich habe einen vergessen schon wieder. Ich habe den da oben vergessen. Eigentlich holen wir uns dann später. Tschüss, Mann. Noch so einer? Komm, trau dich, Kollege. Zack, geblockt. Haha. Was ist denn hier gewesen? Ein Eisenhammer schon mal. Vielleicht hol ich den gleich auch noch zum Schluss nach, den einen Krog da oben. Weiß ich noch nicht. Vielleicht hol ich den auch ganz spät erst nach, keine Ahnung. Genau, was ich sagen wollte, ich wundere, dass das noch kein Krog bisher in so einem Eisblock wieder eingesperrt war. Das wird aber bestimmt noch kommen irgendwo. Aha, wir haben wieder hier so eine Plattform. Und wir müssen, ja, das dachte ich mir da hinten hin, wo der Wind hochgeht. Was ist denn, ey? Warum kommt der auf mich zu? Ich bin doch einer von ihm. Ich bin noch ein Extrafoss. Da kommt wieder der Kondor. Oder der Falke. Was hab ich? Ich kann das nicht auseinanderhalten. Ich weiß nicht, wie ein Kondor klingt, ich weiß nicht, wie ein Falke klingt. Es klingt halt, für mich klingen die halt so. Oh, das wird aber ganz schön knapp, ne? Das war eine sportliche Aufgabe. Und ich habe jetzt auch keinen Frühstart hingelegt, das muss man auch mal dazu sagen. Ich habe ein bisschen getrödelt am Anfang. Hat noch geklappt. Das ist schon mal gut. So, das war's. Wisst ihr was, Leute? Ist hier kein Krog drin? Das wundert mich jetzt ein bisschen. Aber hier sind Glarok, ne? Naja, das sind die kleinen Viecher. So, hier sind ja noch ganz viele Sachen zum Holen, ne? Ja, hier sind richtig viele Sachen noch, also zumindest die drei. Das heißt, ich setze mir jetzt hier nochmal Teleportmedaillon hin. Neu. Und Tommy ist den Krog da oben aber noch. Am Schrein da oben. Den will ich jetzt noch haben, einfach. Wir sehen uns am Schrein wieder. Und zwar genau jetzt, Leute. So, Kimakusasa-Schrein. Da sind wir wieder. Und ich werde da wahrscheinlich hoch müssen. So. Da ist er bestimmt drin. Passt mal auf. So, den Rest kletter ich hoch. Da spare ich mir den Rivali einmal auf den Einsturm. Ist ja nicht so hoch gewesen, genau. Warum verballe ich jetzt meine Waffe? Das war auch ein bisschen blöd. Ich hätte die auch daneben halten können. So geht's hier auch. Wisst ihr? Das war ein bisschen blöd gerade, ich weiß. So. Ach, kaputt. Da ist er doch, der Kleine. So, und ich gehe jetzt hier hoch, Leute. Okay, man sieht gerade nix, also echt ein schlechtes Bild fürs Ende, aber... Ja, Leute, ich mache jetzt hier Schluss für heute. Wir ziehen uns nochmal eben um, weil ich will jetzt auch nicht mit als Extraforce hier Schluss machen. So, ist ein bisschen besser, finde ich. Genau, wir machen hier für heute Schluss. Wir werden uns wahrscheinlich beim nächsten Mal schon direkt am Teleport-Menajon sehen, dass ich mich da schon vorher hinbeame, damit ich das nicht wieder in die Folge packe. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Einschalten. Welche Folge gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr noch einen Daumen hoch gebt, dem Video unten meinen Kanal abonniert. Und selbstverständlich auch, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Bis dahin, tschüss mit Ö. Euer Basukasu.